Bubble Soccer. Ein Trendsport, der aus Dänemark nach Deutschland kommt. Bisschen wie Fußball, aber es gibt da einen gewaltigen Unterschied und es ist dann doch nicht so leicht, wie es klingt. Tobias Burkhardt probiert das heute mal aus. Tobi, die Nachfrage ist groß, oder? Die Nachfrage ist groß, aber bevor das Vergnügen kommt, muss man hier erstmal in das Spielgerät hineinkommen. Dafür gibt es extra Gurte und Haltegriffe. Und jetzt versuche ich mal für mich ein bisschen wie im Schwimmflügel, aber diesen Bubble aufzustellen. Damit fängt es an, das Problem. Und der mir das Ganze hier eingebrockt hat, der Initiator in Nürnberg dieser Sportart, die durchaus auf Körperkontakt und Faulen Bedarf ist, ist der. Weg habe ich ihn. Der Robert Hoffmann. Ich gehe mal wieder raus. Der ist kein Unbekannter in Nürnberg. Normalerweise Personal Trainer für diverse Sportarten. Und jetzt hat er uns Bubble Soccer nach Nürnberg gebracht. Ich muss erstmal durchschnaufen. Robert, hallo, pfeif mal an und lass die Mannschaft aufeinander los hier. Ready, Männer? 3, 2, 1. Das ist schon mal mit Schmackes. Tut es nicht weh, wenn man da so aufeinander prallt dann? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Es ist ja wie ein riesig großer Airbag um einen rum. Also weder das Fallen noch das Tackeln tut weh. Es geht aber eigentlich schon noch um den Fußball unter anderem. Oh, das, nein, fast das erste Tor gefallen, noch nicht ganz. Also ist denn Fußball überhaupt hier noch im Mittelpunkt oder um was geht's eigentlich? Im Prinzip Fußball, also es geht darum, ein Tor zu schießen, auf jeden Fall. Aber auch das Tackeln gehört zum Spiel. Von daher würde ich das als Mischung zwischen Fußball und Rugby bezeichnen, ja, und beides dann verbindet. Du hast es nicht erfunden. Wie kommst du auf die Idee, das nach Nürnberg zu holen? Also ich habe das in einem Video gesehen, was ursprünglich aus England kommt. Und habe mir gedacht, Mensch, das ist echt eine coole Geschichte. Habe dann recherchiert, ob es sowas hier in Nürnberg gibt. Gab es nicht. Habe ich mir gedacht, okay, das wäre fürs Frankenland eine ganz coole Geschichte. Gibt es denn so viele verrückte Franken, die das dann einmal in der Woche machen? Samstags, glaube ich, immer noch? Ja, definitiv. Junggesellenabschiede, Firmen-Events, Vereine, alles drum und dran, ja. Dürfen denn da auch Damen mitspielen oder haben die da so eine natürliche Hemmnis gegen diesen brutalen, sag ich mal, nein, ist ein lustiger Sport. Ja, grundsätzlich, Mädels sind auch willkommen bei uns. Kommt aufs Mädel drauf an, ne? Also wie sie klarkommt mit den Tackeln. Sag mal, diese Dinger, die kosten, glaube ich, 400 Euro, die können auch einiges ab, aber kann da mal was passieren, dass die irgendwie kaputt gehen oder so? Naja, ein paar Schwachstellen haben sie, das Material leidet immer ein bisschen mit, aber das ist einkalkuliert und dann passt das. Vielen Dank, Robert. Ich stürze mich mal ins Getümmel hier und sag mal Halbzeitpause. Einmal hier, der erste Spieler. Das Gute ist, ich bin ja der Moderator in dem Fall und du der Spieler, deswegen darf ich dich mal flachlegen hier, zack, und frag mal nach. Ihr habt richtig Gas gegeben, du bist außer Atem. Wie fühlt es sich denn an in diesem riesen Gummiball? So ein bisschen, als würde man dich in die Sauna stecken und Kissen drumherum und dabei noch Fußball spielen. Also es wird brutal heiß innerhalb der ersten Minuten und das Aufstehen. Ich bin schon zigmal aufgestanden, trotzdem gerade eben. Du hast ja fast keine Luft mehr. Ist das wirklich so krass anstrengend? Es ist viel anstrengender, als man denkt. Ich meine, von den Jungs, man sieht es ja, die meisten sind echt sportlich. Und trotzdem mal schnell außer Atem, vor allem mit dem Aufstehen, man hat keine Pause. Und man sieht es nicht kommen. Also mir hat auch gerade einer weggecheckt. Ich habe echt gedacht, ich habe es im Griff und dann war ich weg. Stell dich du mal auf die Beine, wollen wir auch mal sehen, ob das hier klappt. Ich gehe mal zu dem Nächsten hier. Stopp. Einmal runter. Du hast ein grünes Trikot an. Nationalmannschaftstrikot, aber außer Puste natürlich genau wie dein Kollege. Ist es jetzt schwieriger, Fußball hier zu spielen oder in dem Ding sich überhaupt zu behaupten? Sich in dem Ding zu behaupten, auf jeden Fall. Also die Gegner, da kommt so viel Masse an. Der Ball ist eigentlich ein bisschen nebensächlich. Zweimal 45 Minuten normales Fußballspiel, schafft man das? Kein Nationalspieler, würde ich sagen. Da kommt man an die Grenzen sofort nach 40 Minuten, Ende. Ich habe gerade mit dem Robert so ein bisschen abgecheckt, so aufeinander gesprungen. Hat man da ein bisschen Respekt jetzt vor dem Gegner, auch Angst? Ich meine, weiß ja nicht genau, wie man da dann umfliegt und reagieren muss. Also, wenn man gegeneinander läuft und dann gegeneinander springt, es tut absolut überhaupt gar nicht weh. Hier drin ist alles weich. Du hast deinen Arm hier wunderschön fest dran. Du fliegst ein bisschen durch die Luft, aber das macht mehr Spaß als weh. Gut, dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Spaß. Den letzten Spieler, Abi 2014. Du bist durchs Abi nicht gefallen, aber mit dem Ball, sag mal, einmal in der Röhre. Was ist das für ein Gefühl für dich? Hammer, macht mega Spaß und tausendmal geiler als normales Fußball. Also, schnauf du dich erstmal aus.
Wir sagen jedenfalls, wenn man diesen jungen Herren glauben darf, das Ganze macht richtig viel Spaß, ist auch nicht so besonders verletzungsgefährdend. Man muss allerdings schon 250 Euro mitbringen, um hier zu spielen. In Nürnberg-Erlenstiegen die Stunde, wenn man sich das Ganze dann durch 10 teilt, dann geht's wieder. Die Bälle ist, war noch eine große Investitionssumme für den Robert. Insofern einfach mal vorbeigucken, sich das am Samstag angucken hier in Nürnberg-Erlenstiegen und einfach mal in den Ball hineinkrabbeln. Allein das ist schon ein schönes Gefühl.